So, hätten wir schon einen Gegner. Mal gucken, ob der spielt. Ah, da spielen wir einen offenen 3-4 gegen. Und dann spielen wir einfach mal hier auf Punkte. Mal gucken, ob das gut geht. Euch erstmal hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, zu einer Partie mit YouTube. Also eine Fünfdan-Partie. Und dann stehen wir schon da, ne? Jetzt hier und schneiden. War, glaube ich, mal Joseki. Ist das immer noch, ist die Frage. Ich glaube, jetzt müsste ich hier umbiegen. Wenn er da jetzt den fängt, dann könnte ich da ja einfach schneiden und nochmal ordentlich Punkte nehmen. So habe ich die Möglichkeit, da vielleicht später mal rauszulaufen. Erstmal machen wir Banshimari hier, ne? Vielleicht kann ich auch einfach da schneiden. So viele Möglichkeiten, da weiß ich gar nicht, was ich spielen soll. Nochmal einen großen Rösselsprung. So, und jetzt sind wir schon im Byo-Yomi, weil ich kurze Bedenkzeit gewählt habe. Damit ich gleich rechtzeitig zum Mittagessen komme. Ja, komm, wir greifen tief an. Das finde ich eigenartig. Da bin ich doch ganz zufrieden. Entweder jetzt an den Rand. Anlegen und ihn da klein machen zu können. So, dann kann er allerdings irgendwie vielleicht mal schneiden, ne? Das ist ja nicht so schön. 9, 8, 7, 6, 5. Egal, dann lasse ich ihn da halt schneiden. So, jetzt hier. Und hier. Okay. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Der Schnitt ist halt immer noch irgendwie in der Stellung. Und wir kennen sie ja, unsere Pappenheimer. Da spielen? Da war zum Glück nicht. So, dann sollte das doch jetzt irgendwie Vorhand sein, ne? Ja, es ist halt immer noch irgendwie vielleicht 9, 8, tötbar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nein, acht. Da gönnt er mir nämlich wieder nichts. Wie so viele, ich möchte sagen, wie fast jeder, gönnt er mir da einfach nichts. So, jetzt haben wir doch hier den. Da und da, und wenn er dann hier spielt, tja. Sinnfreiheiten gegen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, Ist man nicht, 3, ne? 2, 1. Muss mein großes Auge doch irgendwas wert sein. Nine, eight, Eins, zwei. seven, six, five. Da muss er da noch schneiden.
Er muss mich jetzt ja eigentlich töten hier. Das sind 5 Freiheiten. Das sind 1, 2, 3, 4 Freiheiten. Da schneiden, dann sind es 5, ne? Habe ich es verkaspert? Bisschen sieht's aus, als hätte ich's verkaspert. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nee, ne? Ich habe eine Freiheit mehr. Aber das war knapp. Dann hätte ich vielleicht doch noch hier oben weiterspielen sollen. Gut, der spielt auch weiter. Da ja eigentlich nichts Kompliziertes mehr machen, ne? Hier und rausstrecken, dann kann ich danach vielleicht auch nochmal hier umbiegen. Boah. Ist klar, dann bringt ihr die halt auch noch um. Wie gesagt, ich brauche eigentlich nichts Kompliziertes mehr machen. Versuche es jetzt aber trotzdem, ja? Was passiert, wenn ich hier spiele und er schneidet? Dann kann ich in die Ecke strecken. Er muss ja irgendwie hier antworten. Dann da spielen das Semi-Ei gewinnen. Er muss jetzt also eigentlich da umbiegen. Ich sagte, das geht nicht. Wenn er hier spielt, spiele ich da und danach hier und fertig. Kann natürlich erst einmal hier spielen, aber dann habe ich auch da irgendwie nochmal ein paar hübsche Züge und kann dann einfach hier durch und auch gut. Ja. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Nein. Ah, die machen es mir alle so schwer sie ernst zu nehmen. Nein. Eight. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Sind doch erstmal 0 Augen. Klar, wenn er jetzt meine Zentrumsgruppe, also diese 3 Steine hier fängt, dann wird für ihn alles gut. Aber sieht was aus, als wollte er die gar nicht fangen. Doch, ne? Dass er die fangen will, scheint jetzt doch plötzlich wieder klar zu sein. Aber ob er die fangen kann, das wollen wir jetzt doch mal bezweifeln. Ich
Stimmt da überhaupt hier der Gulimi? 8 zu 12 als Fünfter an, okay. Ja, da müssen wir jetzt hier antworten, ne? Bin so ganz sicher nicht, was er davor hat. Klar, er möchte mir hier die Freiheiten wegnehmen, dann eins einwerfen und squeezen, dann kann ich hier nicht decken, aber die Freiheiten kann er mir nicht irgendwie wegnehmen. Deswegen kann ich hier nochmal einfach die Steine wieder fangen. So, und das machen wir jetzt wahrscheinlich auch einfach, oder? Am besten, wir machen das so, nicht, dass er hier nochmal von hinten schneidet und mir da die Freiheiten versucht, dann alle wegzunehmen. Jetzt könnte ich hier spielen. Könnte jetzt auch hier spielen, ne? Oder einfach erstmal hier, weil mir das keine Freiheiten bringt. Ich spiele mal den hier. Ja, was auch immer jetzt der Plan war, ich glaube, das funktioniert nicht für dich. Fällt ja komplett auseinander. Das kann ich ja eigentlich auch nicht als Video veröffentlichen. Das tut einem ja fast leid. Vielen Dank für die Partie. Jo. Lief ganz gut. Hier zwischendurch habe ich dann doch mal einen kleinen Schreck gekriegt. Das war bestimmt nicht sauber alles von mir. Muss man gleich mal die KI fragen, was ich hier hätte spielen sollen. Und hier, was die KI heutzutage hier als Josiki empfiehlt, würde mich auch noch interessieren. Aber nachdem ich das Semi-Ei hier dann ja doch gewonnen hatte, lief es dann ja irgendwie eben doch von, ja, quasi wie von selbst, ne? Falls aus irgendwelchen Gründen, vielleicht weil ich nichts anderes habe, doch ein Video draus wird, dann hoffe ich, es hat euch gefallen, auch wenn es ja doch sehr einseitig war. Und ja, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da, gerne auch Abos und hoffentlich bis zu einer spannenderen Partie. Bis dahin, macht's gut, ciao. Ja, bevor ich mit der KI-Analyse zu dem Gedöns da unten rechts anfange, vielleicht erstmal ein kleiner historischer Exkurs zu dem Josiki unten links. Da sieht man ja heute eigentlich fast nur noch das Festdecken. Aber das hier war früher eigentlich auch sehr üblich. Und ja, da gibt es dann so einige Ideen zu. Man kann natürlich auch hier spielen oder da piepen. Und dann irgendwie, wenn Schwarz deckt, hier fortsetzen oder so. Da gibt es ein paar Varianten, aber die sind heute eigentlich alle nicht mehr relevant. Üblichste ist dann einfach trotzdem hier zu spielen. Früher hat man da dann auch ab und zu mal Tenuki gespielt und das ist ein bisschen einfacher möglich mit dem Hängenddecken, weil der Anlegezug hier vielleicht nicht ganz so stark ist, weil man hier eben noch einen Defekt bzw. mögliche Ataris hat, die man mit dem festen Decken als Schwarzer eben nicht mehr hat. Ich habe ja jetzt hier Tenuki gespielt, was früher eigentlich üblich war, wenn man da einen Tenuki gesehen hat, ist zum Beispiel, wenn hier ein schwarzes Shimari stand, also in einer ganz anderen Eröffnung. Sagen wir mal irgendwie, ja, jetzt sowas in der Art. Und wenn man das dann hier gespielt hat, dann hat man hier halt manchmal einen Pinzer gesehen. Und da machen dann auch solche Sachen hier mit dem Schnitt, den ich gespielt habe, natürlich vielleicht mehr Sinn. Und dann gegebenenfalls auch hier rauszuziehen. Aber weil das ja hier eben ganz anders stand, sogar ein weißer Stein hier und eben kein Pinzerstein da, macht diese Schnittvariante eigentlich wenig Sinn. Und deswegen hätte ich hier, und das sagt auch die KI, obwohl es jetzt 0,8 Punkte Fehler war, aber es war eben ein Fehler, dass ich da gespielt habe, ich hätte hier spielen sollen. Dann hätten wir halt das gekriegt, was früher auch gerne gespielt wurde, sowas. Und dann hätte ich hier vielleicht
angreifen sollen. Ja. Ich glaube, KI hatte dann irgendwie sowas vorgeschlagen. Irgendwie erstmal hier ein bisschen spielen und dann da. Das Kusumi, das wäre, denke ich, ganz in meinem Sinne gewesen. Das, finde ich, ist eine ordentliche Stellung, auch wenn diese Wand hier natürlich von seiner Stärke jetzt gut reduziert werden kann, vielleicht sogar angegriffen werden kann irgendwie. Aber da ich hier eine relativ solide Gruppe habe, die Richtung Zentrum raus ist schon mal, ist es für ihn auch nicht so einfach, diese Stärke effizient zu nutzen, effektiv zu nutzen. Gut, ansonsten gibt es da vielleicht noch diese Sache hier zu erwähnen. Das ist dann aber eher in dem Gedöns gewesen, was ich da gezeigt habe. Wenn Weiß jetzt hier nur runterzieht, das ist vielleicht ein bisschen besser als das Umbiegen, weil nach dem Umbiegen Blocken, Decken spielt Schwarz hier und lebt schon ganz sicher, ne, mit zwei Augen, also auf C2 dann. Und man muss sich da dann ja immer noch ausdehnen. Und hier jetzt hätte man die Möglichkeit, so zu spielen. Und dann kann man eventuell vielleicht erstmal hier raus, aber hier gibt es dann auch noch so ein paar Fortsetzungen, die interessant sein können. Ja, wenn Schwarz jetzt irgendwie nichts spielt, dann kann man hier natürlich schön anbinden. Also spielt Schwarz normalerweise den. Und dieser Zug hier ist jetzt allerdings nicht ganz Vorhand. Wenn man den jetzt spielt, ist er natürlich Vorhand. Und dann spielt man da raus. Ich glaube, so ist die richtige Reihenfolge. Und irgendwann, wenn es für diese Gruppe mal eng wird, dann hat die auch vielleicht noch dieses Umbiegen hier. Leider nicht in Sente, weil diese Form hier, da kann man jetzt nicht mehr hier Atari geben, aber man kann einfach hier decken und es ist immer noch Sieg hier. Dann ist natürlich die Ecke sehr, sehr klein geworden. Aber man sieht schon, man sollte das natürlich erst spielen als Weißer, nachdem hier diese beiden Gruppen leben. Weil wenn sie das nicht tun, dann ist es plötzlich doch kein Sieg mehr. Und man hat eventuell eben, um da zu leben, andere Züge. Zum Beispiel eben diesen. Ups. Zum Beispiel eben, ja, diesen Zug hier, der hier vielleicht mal hilft, mit der Gruppe schnell zwei Augen zu machen, weil der ist auf jeden Fall Sente. Dann spielt Schwarz natürlich da und man hat dieses Sente auf der anderen Seite nicht mehr, was nicht hundertprozentig Sente war, haben wir eben gesehen. Aber dann wird es für diese hier eventuell ein bisschen enger. Also da hängt auch vieles miteinander zusammen. Es ist ganz gut zu wissen, dass man hier das hier einmal abtauscht und dann eben interessantes Archie in der Ecke hat. Man kann jetzt irgendwie vielleicht auch nicht den spielen, sondern den. Also wenn der Gegner hier vielleicht den Stein eins näher dran hat, dann kann man ja hier nach dieser Variante vielleicht auch hier spielen. Und wenn der Gegner dann auch hier antworten muss irgendwie, dann kann man hier unten rum schön rausflutschen. Also diese zwei Züge in der Ecke ermöglichen einem dann sehr viele Forcing-Züge, Gigashis, sogenannte Gigashis von außen. Und deswegen spielt man die da in der Ecke, obwohl sie erstmal nicht dazu führen, dass die Gruppe tot ist, aber eben weiter bespielbar bleibt. Gut, das dazu und jetzt gucken wir uns noch das Gedöns unten rechts an, das aber nur mit KI-Hilfe. Also schalte ich jetzt mal rüber zu Katako. Ja, hier nochmal der KI-Beleg sozusagen dafür, dass der Schnitt angefangen mit D4 eben wirklich nicht so gut war, sogar minus 1,2 Punkte. Er hat dann aber auch gleich hier den suboptimalen Deckungszug D7 gespielt, da wäre C7 besser gewesen. Und dann hat er irgendwie natürlich hier eine gute Chance, ein Shimari zu machen bei O3, statt sich da am rechten Rand auszudehnen. Ich habe dann ja das Kakari gespielt und er hätte da sofort hochpinzern sollen, irgendwie kicken und dann niedrig pinzern. Das wirkt ein bisschen ja overplayartig, wenn er da rechts auf Q6 spielt, dann hätte er da eine deutlich bessere Form am rechten Rand und ich muss ja mich dann irgendwie ausdehnen und er hat wieder Sente. Ich hatte dann verschiedenste Folgezüge, habe da eben dann aber auch ein Overplay gespielt. Ich hätte hier am besten mit Q4 ihn zu einer Antwort in der Ecke zwingen sollen und meine Gruppe einfach ganz schnell stabilisieren. Dann kann er vielleicht oben in die Ecke gehen
Aber insgesamt steht die Partie dann einigermaßen gut für mich. Ich hätte auch hier pinzern können. Das sieht für mich aber ein bisschen eigenartig aus, da so mit 1 und 3 so eine Diagonalwurst da aufs Brett zu legen. Ja, er hat dann aus irgendeinem Grunde nicht auf R2 geblockt. Er hat ja noch die Freiheit bei Q5 gehabt, deswegen wäre das gut möglich gewesen. Nach diesem Schnitt hätte ich dann aber nicht sofort da auf Töten gehen sollen, geht ja eh nicht, sondern ein bisschen was für meine Form, für die Steine am rechten Rand tun sollen. Die Varianten werden dann aber alle schon ziemlich kompliziert, also was die KI hier so zeigt, ändert sich dann teilweise auch, wenn man so ein paar Züge einfach schon mal eingibt und von da an dann neu suchen lässt, dann gibt es irgendwie ganz andere Varianten. Aber das hier wäre eine Möglichkeit, nach 15 könnte ich da schneiden und den Schnittstein wohl fangen. Ja, dann hat er hier geblockt, da hat er eigentlich eine gute Gelegenheit gehabt, mir die Form kaputt zu machen mit Q8, die Variante, die man hier sieht. Erstmal bis 8 sieht so aus, als wären meine Steine unten sogar irgendwie gefährdet. Die kommen dann aber doch noch irgendwie raus mit diesem schönen Zug auf N2. Aber so ganz einfach ist das nicht und insbesondere meine Steine am rechten Rand müssen dann auch irgendwie nochmal ein bisschen für sich sorgen. Ja, wie das am besten geht, keine Ahnung. Hier ist eine Variante, mit der ich am unteren Rand wohl alles verbinden kann, weil er mich da jetzt ja nicht trennen kann. Aber meine Steine am rechten Rand, diese 7 Steine, die sind einfach erstmal weg. Dafür kann ich als erster wieder oben spielen, das ist ja auch okay. Ja, er hat dann irgendwie auf S2 geblockt und da hatte ich dann nochmal die Chance, P8 zu spielen. Habe aber S6 oder S7 gespielt. Was nicht ganz so gut war, aber hier schon noch ganz okay. Und dann hatte er nochmal die Möglichkeit, hier statt zu decken oben auf P9 mich unten einzusperren. Ja, die Variante sieht auch ziemlich chaotisch aus. Wahrscheinlich werde ich hier die 5 Steine unten verlieren, aber ich kann mit 14 danach nochmal Atari geben und danach vielleicht sogar nochmal auf M6 spielen. Das da alles schön wegsqueezen und ich werde da, komm da gut. Ja, am Rand raus ins Zentrum und dann sind deine Steine oben, wenn ich da rausziehe, was ja keine Treppe ist, auch noch schwach. Ja, dann dieser Versuch, ihn da zu töten, war nicht ganz so gut, weil er immer die Möglichkeit hat, mich da einzusperren. Und selbst wenn ich ihn da fange, wahrscheinlich auch nur mit Co irgendwie, ja, kriegt er halt sehr viel Außeneinfluss und die Partie wäre komplett ausgeglichen, wenn ich dann danach zumindest auch die beste Fortsetzung finde, also wenn wir beide die beste Fortsetzung finden. Was unwahrscheinlich ist, denn man sieht hier zum Beispiel, warum habe ich da überhaupt auf T10 gespielt? Ich wollte ein großes Auge kriegen, aber er konnte es mir ja eh nicht kleiner machen. Ich hätte jetzt O2 spielen können und dann hätte er mich eben nicht mehr mit mit O5 einsperren können. Weil wenn er was anderes macht, als auf zum Beispiel T9 da reinzugehen, da kann ich dann ja wieder blocken und ich habe das große Auge. Wenn er nämlich T10 spielt, dann blocke ich und wenn er mir dann die 2 Augen kaputt macht mit S8, dann kann ich ja 2 Steine fangen und habe da auch wieder reichlich Freiheiten dazu gewonnen. Also das war unnötig da zu blocken. Er hat netterweise auch nochmal gedeckt. Er hatte immer die Möglichkeit O5 zu spielen. Und ja, dann wäre es auf diese Variante wahrscheinlich hinausgelaufen oder hätte darauf hinauslaufen können, die dann eine sehr knappe Partie zur Folge gehabt hätte. Aber ja, wir haben es da beide irgendwie nicht wahrgenommen, dass dieses Einsperren auf O5 so toll oder so unangenehm war. Und darum habe ich dann letztendlich das Semi-Ei gewonnen. Da hatte ich ja auch noch Schwierigkeiten, 5 gegen 5 dann zu realisieren, dass ich ja dran war und das die ganze Zeit gewonnen hatte. Aber irgendwann habe ich es dann ja doch mitbekommen und das Semi-Ei und die Partie gewonnen. Aber ich merke schon, ich muss wirklich ein bisschen besser aufpassen und konzentrierter spielen gegen die Fünfte, sonst geht das bald in die Hose.